Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Stehen hier immer noch auf den Briefeldern, in den Briefeldern, egal. Und wir haben drei neue Quests. Unter anderem müssen wir uns um die Räuber am alten Süßgrashof kümmern. Wir müssen Keilerköpfe sammeln. Und wir müssen Münzbeutel und Arbeiterwerkzeuge aufsammeln. Auch wohl hier oben bei den Räubern. Ich hole mal eben die Marguerite. Das können wir nicht, während wir uns bewegen. Das ist schade. Und da sind jede Menge Minen schon wieder, aber leider nur Silber. Und wir haben ein neues Geschenk, das wir öffnen können. Ein silbernes. Trommelwirbel. Ein Zeichen für Landschaftssoldaten. Landschaftssoldaten sind im Scharmützel die, die uns begleiten. Das können zum Beispiel Heiler sein oder Schadensausteiler. Ja, da werden wir aber noch drauf kommen, wenn wir mit den Scharmützel beginnen. Und die kann man in bestimmten Regionen auch außerhalb einsetzen. Also auch außerhalb den Scharmützel-Instanzen. Da kosten die aber dann Zeit. Und die Münze hier, die wir gewonnen haben, die verlängert die Zeit, in der wir die Soldaten einsetzen können, um eine Stunde. Ja, fügt eine Stunde Soldatenzeit hinzu. Genau. So, wir haben bereits zweimal Arbeiterwerkzeuge, aber noch keine Münzbeutel. Ich gehe mal raus, hier sehe ich ja gar nichts. Verkloppen wir hier mal die Räuber. 12 Stück braucht er da. Uiuiui. Halt da, jetzt läuft sie wieder davon. Schieß ihr nach in den Rücken. Da ist noch ein Keiler. Der zählt auch für die Keilerköpfe, genau. Der hält jetzt aber viel aus. Stufe 17 war der. Aha. Und mittlerweile kann man ja immer schön nachvollziehen, ob man bestimmte Mobs braucht oder nicht. Da haben wir dann im Tooltip stehen, die Quest, um die es geht. Und wenn da nichts steht, dann ist man entweder außerhalb des Gebietes, des gültigen, oder man hat schlicht und ergreifend den falschen Mob. Oh, und wir haben ja noch, die habe ich ja ganz vergessen, eine neue Eigenschaft. Als wir aufgestiegen sind auf Level 20. Das ist schon wieder so lange her. Mittlerweile sind wir ja schon dreiviertel fertig mit der Stufe. Wir haben hier eine neue Eigenschaft und zwar Spieß umdrehen. Wenn ihr benommen, betäubt oder zu Boden gegangen seid, erholt euch von den Wirkungen und übertragt sie stattdessen auf euren Gegner. Uiuiui, 5 Sekunden können wir da die Gegner betäuben. Das müssen wir, wo setzen wir denn das hin? Können wir vielleicht hier setzen. Wenn wir also zu Boden geschlagen werden, dann können wir uns wehren. Recht nützliche Eigenschaft, wie ich finde. Laufen die immer davon? Gibt's doch nicht. Oh, wir haben alle Sachen bereits. Dann gehen uns nur noch 4 Räuber ab. Und 9 Keiler. Die Keiler werden wahrscheinlich das größte Problem sein. Weil wir die immer erst finden müssen. Oh, da ist einer. Den hätte ich jetzt fast übersehen hier. Im Gebüsch. Gut, einen brauchen wir noch. Da drüben ist noch irgendwo eine Erzader. Da drüben. Okay, die nehmen wir dann auf dem Nachhauseweg mit. Ja, und dann halten wir mal Ausschau nach den Keilern.
Die sind ja normalerweise. Ja, da sind wir, da können wir komplett hier die Brieffelder ablaufen. Und da unten sehe ich ja schon einen. Da mampft er gemütlich das Gras. Ich weiß gar nicht, ob Keiler Pflanzenfresser sind. Natürlich sind ja Schweine, ne? Aber Schweine fressen doch auch Fleisch. Jedenfalls ist das in den Mafia-Filmen immer so. Wenn die Informanten an die Schweine verfüttert werden. Stückchenweise. Und da heißt es ja, da bleibt nichts mehr übrig. Die fressen wirklich alles mit. Haut, Haar, Knochen. Habe ich gehört. Nicht, dass ich jetzt hier sonderlich bewandert wäre in dem Thema. Ja, vielleicht ist auch nur Quatsch, was die Filme uns hier weiß machen wollen. Aber normalerweise, ich denke mal, Schweine und Keiler sind eher Pflanzenfresser. So, noch 6 Stück haben wir jetzt. Oh, wir bekommen offenbar nicht bei jedem Keiler einen Kopf. Nicht jeder Keiler hat einen Kopf. Aha, aha, aha. Das sind ja doch relativ viele, Mensch. Mehr als ich dachte. Mir hier etwas abgeht, ist die Hintergrundmusik, komischerweise. Im Auenland, da waren wir ziemlich verwöhnt, da gab es ja relativ viel Musik. Aber hier gar nicht mal so viel, braucht immer noch 4 Keilerköpfe. Bären werden wir wahrscheinlich auch noch mal brauchen. Die stehen ja nicht umsonst hier rum. Da ist noch einer, da oben ist auch noch einer. Ganz auf dem Hügel. Drüben auch noch. Ja, langsam, aber stetig machen wir das hier. Noch 2 Stück. Oh, da ist auch noch mal. Der hatte jetzt zum Beispiel keinen. Wahrscheinlich ist da der Kopf zu sehr zermatscht. Da schlagen wir wohl etwas zu doll zu. Aber so kann es gehen. Sollen wir vielleicht mal auf die andere Kampfeigenschaft wechseln, damit die auch mal sehen. So, wir haben die 10, ich marschiere zurück und währenddessen, schauen wir mal hier rein, wechseln wir vielleicht mal auf die Verteidiger. Da ist ja, das ist ja echt blöd. Ich dachte, der merkt sich hier die Sache. Schmerzen ignorieren, 2-mal gleich. Wir haben hier Spieß umdrehen, genau. Aber hier haben wir irgendwie, ja, da haben wir viel weniger. Da haben wir noch Gelöbnis des Wächters. Ah, fürs Ausweichen war das.
Wobei, das brauchen wir aktuell nicht. Macht jetzt wohl keinen Sinn. Wir haben hier viel zu wenige, komischerweise. Ja, offenbar. Na gut, dann bleiben wir bei der kühnen Hand. So soll es sein. Und dann sprechen wir mal mit Arthur, der noch bestimmt die ein oder andere Aufgabe für uns hat. Kaufen können wir hier auch noch. Was benötigt ihr? Beim Krämer Lerchensporn. Oh, ist gar nicht so viel. Steinsalz ist für Goldschmiede. Wetzstein für Waffenschmiede. Okay. Alles verkaufen, alles reparieren. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Sehr gute Arbeit, um das Mindeste zu sagen. Wir erhöhen unseren Ruf von den, bei den Menschen von Bree. Wir erhalten die Schriftrolle der kleinen Schneiderkunde und der kleinen Kochkunde. Die hilft uns quasi gar nichts. Achso, die müssen wir wählen. Und er hat natürlich Folgeaufgabe. Würdet ihr mich jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Ihr dort, wir haben ein Problem mit den Wölfen hier, um das man sich kümmern müsste. Vor einiger Zeit hatte Arthur eine feine, gut genährte Milchkuh aus Bockland mitgebracht. Aber die bösen Wölfe, die aus dem alten Wald gekommen sind, haben sie angegriffen und fortgezehrt. Sucht diese stinkende Wolfspack in den nördlichen Gebieten des alten Waldes, bringt mir ihre Felle als Beweis eurer Mühen. Ich nehme aber keine alten, abgetragenen Felle, denkt dran. Ich akzeptiere nur die größten und schönsten. Da gibt es das Falknermesser. Das ist etwas besser als unser jetziges Schwert, aber nur im Schaden, nicht in den zusätzlichen Attributen. So, der Georg hat auch noch eine Aufgabe. Ich verlange nicht viel von euch. Auf der Suche nach der Quelle. Wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile hart an diesem Gebäude. Diese Arbeit macht durstig, doch leider geht unser Wasservorrat zur Neige. Einer unserer Jäger hat im Norden des alten Waldes eine Quelle gefunden, deren Wasser besonders süß und erfrischend ist. Seltsam, so eine Quelle in solch einem elenden, düsteren Wald zu finden. Geht nach Südwesten in den alten Wald und bleibt in seinem nördlichen Teil. Der Ort, an dem sich die Quelle befindet, ist wunderschön. Man kann ihn in diesem trostlosen Wald nur schwer verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das Wasser so bald wie möglich besorgen könntet. Es wäre schlecht, wenn uns das Wasser ausginge, bevor ihr zurückkehrt. Es heißt, der Wald wäre immer gefährlicher, deswegen möchte ich, dass ihr hier sehr vorsichtig seid. Was gibt's hier? Stiefel? Nö, die sind schlechter. Eine zweihändige Axt, die ist etwas besser. Und Arthurs Keule. Ah ja, können wir. Wie sieht die denn aus? Sie hat mehr so einen Dirigierstab oder einen Wanderstock als eine richtige Keule. Und da ist der Arthur. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Abschlagszahlungen. Es ist also passiert. Und zu spät. Es ist es zu ändern. Ui. Ich befürchte, ich habe einen schweren Fehler begangen als jemals. Ach, einen schwereren Fehler begangen als jemals zuvor. Einer der Männer kam hierher und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich befürchte, das war ein Fehler. Das sagtest du schon mal. Wir sind kurz vor dem Stufenaufstieg. Noch 15 Erfahrungspunkte. Bedrohungen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Und was man dagegen tut. Indem ich diesem Mann, einen furchterregenden Räuber namens Dirk Rotdorn, entgegengetreten bin, habe ich uns wohl alle in Gefahr gebracht. Er hat ein Lager direkt im Osten aufgeschlagen, auf der Südseite der Ruinen dort. Jetzt hat es gerade geklingelt, lese ich gleich vor. Er hat damit gedroht, genügend Leute zu bringen, um mein kleines Heim dem Erdboden gleichzumachen, sodass man nur noch ein verkohltes Stück Land findet. Traurig, was bin ich nur für ein Narr. Bitte, Tollfuß, helf mir, diesen Fehler zu bereinigen, damit mein Traum wahr werden kann. Besiegt Dirk Rotdorn. Und wo finde ich den? Im Osten. So, wir haben gerade eine private Nachricht bekommen von Raidrut. Suilat, ich möchte dich nicht stören, nur fragen, ob du ohne Sippe glücklich bist und zurechtkommst. Ja, da schauen wir ihm doch mal, wenn er schon so höflich fragt, schauen wir ihm auch höflich zurück. Das mag ich so am Spiel. Hier gibt es wirklich noch sehr höfliche Menschen. Vielleicht, ne? Schauen wir den da. Ich bin aktuell ohne...
Sippe zufrieden. So, ich hoffe, er ist nicht böse. Dann haben wir noch eine Quest Rechnungen begleichen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Danke, dir auch. Bevor ihr wieder verschwindet, möchte ich euch um einen weiteren Gefallen bitten. Während ich mich mit diesem Räuber unterhielt, bemerkte ich, wie einige seiner Handlanger einen meiner Arbeiter drangsalierten und zwei andere sich mit einer Menge meiner Waren aus dem Staub machten. Diese Waren waren Lebensmittel für meine Arbeiter, um sie bei Kräften zu halten. Ich muss meine Waren wiederhaben, damit die Arbeiter gesund und munter bleiben. Ich bin sicher, dass die Waren unter den miesen Räubern in den südlichen Breefeldern aufgeteilt wurden. Aber es gibt auch viele bei den Ruinen, zu denen ihr euch begebt. Würdet ihr mir meine Waren zurückbringen? Na klar, machen wir das. Wir haben also jetzt, müssen wir uns um die Räuber nochmal kümmern. Und wir müssen uns um den Hauptmann kümmern. Und dann müssen wir eh schon in den Wald. In den alten Wald. Oh, da ist nochmal eine Quest. Ach, die müssen wir abgeben. Was kann ich für euch tun? Sieh sich das einer an. Ihr habt alles zurückgebracht. Ich werde sicherstellen, dass alles an die rechtmäßigen Besitzer zurückgeht. Ich muss schon sagen, Arthur tut gut daran, sein Vertrauen in euch zu legen. Und wir sind aufgestiegen. Stufe 21, Heureka. Gigantische Schatten. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Die Nägel gehen uns aus. Ja, die Räuber haben sogar die Nägel mitgenommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Diebe, wie man sie noch nicht erlebt hat. Wir dürften uns aber nicht über die Nägel ärgern. Und bei den derzeitigen Kosten für Eisen habe ich eine bessere Lösung für die Errichtung von Arthurs Gasthaus gefunden. Das einzige Problem damit ist, dass die Lösung im Süden inmitten des alten Waldes liegt. Im Schatten der gigantischen Bäume findet ihr Wurzeln, riesige, uralte und starke Ranken, die aus der Erde ragen. Wenn wir einige robuste Ranken von diesen Wurzeln hätten, könnten wir Wurzelstücke schaffen, mit denen wir die Querbalken zusammenbinden und uns die restlichen Nägel für den Rest des Gebäudes sparen könnten. Was sagt ihr dazu? Wagt ihr euch in das bedrückende Dunkel des Waldes und sammelt ein paar dieser Ranken? Der will mit Ranken hier ein Haus bauen? Okay. Sehr optimistisch hier nur mit den Ranken hier die Balken zusammenzubinden. Verrückt, die Leute von Bree. Lag. Oh. Zuckel, da habe ich mal wieder den Gummiband-Effekt. Den habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Da läuft man immer vorwärts und wird immer ein paar Meter zurückgesetzt und kommt irgendwie nicht weiter. Der ist jetzt aber auch schon lange nicht mehr gewesen, Mensch. So, dann kümmern wir uns um die Wächter hier. Und die haben auch Arthurs Waren. Da schlagen wir wieder mal zwei Fliegen mit einer Klappe, Gott sei Dank. Wobei es hier gar nicht so viele Räuber gibt. Und da ist er auch schon, der Leutnant. Na, bleib doch hier. So, wir haben bereits 5 Waren gesammelt. Wir haben den Leutnant besiegt. Wer schläft denn hier? Oh, ein Räuber. Der hat sich ja relativ gut im Gras versteckt hier. Da oben sind auch noch welche. Vielleicht bekommen wir das sogar noch hier hin, dass wir nicht mehr zu den anderen Räubern marschieren müssen. Ja, das bekommen wir locker hin. Das war noch gar nicht der Dirk Rotor. Der kommt erst noch. Der Dirk Rotor, ist der hier vorne irgendwo dran? Da ist er, Dirk Rotor, da sitzt er doch. Der Halunke. Oh, da kommen gleich alle angelaufen hier.
Da können wir jetzt erstes Mal Spieß umdrehen wählen. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Wir wurden quasi betäubt von Rotdorn und haben uns dann erfolgreich gewehrt. Ja, jetzt greifen auch noch die anderen an. Wie passend. Uiuiui. Jetzt geht's aber los hier. Das erste Mal hier ein bisschen aufregend. Oh, jetzt kommen nochmal welche. Langsam, aber sicher, ne? Ja, aber das geht. Wir sind ja gut geschützt. Haben wir uns wacker geschlagen. Erste große Bewährungsprobe hier. Dann haben wir die Aufgaben mit den Räubern bereits erfüllt und können jetzt in den alten Wald. Uiuiui. Endlich. Und wir können auch noch einen Eigenschaftspunkt vergeben, denke ich mal, durch den Stufenaufstieg. Und die 20 Minuten sind schon wieder um. Jetzt schaue ich gerade mal zufällig hin auf die Zeit und sehe das. Ich dachte, wir hätten gerade erst angefangen. Jedes Mal vergeht die Zeit so schnell. Wir haben einen Saphirsplitter. Wir haben einen Saphirsplitter. Uiuiuiui. Okay. Ich schaue mal kurz hier rein, ob. Ja, tatsächlich. Dann müssten wir doch jetzt mittlerweile den Schild hier erstellen können. Das ist super. Okay, dann machen wir das jetzt vielleicht mal, oder? Wie machen wir das? Ich setze hier auf alle Fälle. Hier ist doch bestimmt ein Markstein. Oder auch nicht. Nein, hier ist kein Markstein. Ich dachte, hier wäre ein Markstein. Na gut, aber da müssen wir halt von Bre hier rüber. Das macht überhaupt nichts. Ich reise jetzt kurz zurück ins Auenland zum Handwerksbereich. Und dort werden wir uns um den Schild kümmern. Vorher werde ich mir aber noch im Auktionshaus werde mal nachschauen, ob wir vielleicht sowas finden. Tagebuch eines Gesellen der Schmiedekunst. Da würden wir nämlich die Option, die Chance auf ja, 35 oder ich fange nochmal an. Da würden wir die Chance auf eine kritische Erstellung des Schildes um 35% erhöhen. So, heieieiei, was war denn das für ein Satz jetzt wieder? Und vielleicht würden wir dann sogar einen hellblauen Schild bekommen. Ui, das wäre super. Ich schaue mal, ob es sowas gibt und ob es teuer ist oder nicht. Wir sehen uns auf alle Fälle gleich wieder in der Handwerkshalle. Bis gleich.